Der Vatermord. Vor langer Zeit gab es einmal einen Fürsten namens König Sikarat. In der Stadt Zivishai verwaltete er den Königsschatz. Sein Sohn hieß Prinz Kong. Als König Sikarat gestorben war, fiel der Königsschatz an Fürst Kong. Er besaß eine Gattin, deren Schönheit groß war. Ein Sohn ward ihnen geschenkt. Als er geboren war, kamen die Wahrsager, untersuchten die Zeichen und Male an seinem Körper und weissagten: Dieser Prinz wird große Verdienste erwerben, aber er wird Vatermord begehen. Fürst Kong hörte den Spruch und befahl, den Prinzen zu töten. Die vertrautesten Diener des Königs mussten den Befehl ausführen. Sie nahmen den Prinzen und warfen ihn in ein Dickicht im Dschungelwalde. Dieses Dickicht lag bei dem Hause der Großmutter Prom. Am nächsten Morgen kam die Alte aus ihrer Hütte, um ihrer Beschäftigung im Walde nachzugehen. Da hörte sie das Weinen eines Kindes, bahnte sich einen Weg durch das Gestrüpp und fand einen Knaben, liegend inmitten eines Bambusbusches. Sie nahm das Kind in ihre Arme und brachte es in ihre Hütte, um es aufzuziehen. Aber die Großmutter Prom hatte viele Söhne und Enkel. Eines Tages kam die Großmutter Hom, die Gattin des Großvaters Chom, um Großmutter Prom, ihre jüngere Schwester, zu besuchen. Sie sah das Findelkind an, wie es so wohl gestaltet und lieblich aus seinem Lager ruhte. Und weil sie keine eigenen Kinder hatte, bat sie ihre Schwester um diesen Knaben, den sie in ihrem Hause großziehen wollte. Großmutter Prom tat nach ihrem Wunsch und gab ihn ihr. Großmutter Hom nahm den Prinzen also mit und gab ihm den Namen Pan. Eines Tages bat der Prinz seine Pflegemutter Hom um Urlaub und ging nach Ratiburi, der Königsstadt. In diesem Tage geschah es, dass der Thronelefant des Fürsten von Ratburi seinen Lenker abschüttelte und durchging. Führerlos raste er durch die Stadt und jagte die Bürger in Todesschrecken vor sich her. Gerade in diesem Augenblick betrat Pan die Stadt. Er war ein beherzter und mutiger Mann, stark und furchtlos. Auf seine Geschicklichkeit vertrauend, wagte er sein Leben. Der Thronelefant sah Pan auf sich zukommen und stürmte ihm entgegen, um ihn zu zerstampfen. Pan gelang es jedoch, das Elefantenstoßzähne zu ergreifen und mit seiner übermenschlichen Kraft den Elefanten das Haupt zur Erde zu drücken. Ein paar Männer sprangen herzu, und im Augenblick war der Elefant gefesselt. Die Elefantentreiber erzählten dem Fürsten von Ratburi davon, und der Fürst hörte es mit Vergnügen. Er befahl, Pan zu suchen und ihm vorzustellen. Als Pan kam, ließ der Fürst mit Wohlgefallen seine Blicke auf Pan ruhen. Seine Gestalt war schön, seine Hände voll Kraft und Geschicklichkeit, sein Gesicht spiegelte Besonnenheit. Der Fürst in seiner Gnade fragte: Wessen Sohn bist du? Pan antwortete: Wessen Sohn ich bin, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich eine Großmutter habe, die Hom heißt. Sie hat mich aufgezogen. Der Fürst von Ratburi hörte das und sprach: Wenn du dem so ist, dann möchte ich dein Vater sein. Du sollst mein Sohn sein. Könnte dir das gefallen? Pan hörte den Vorschlag mit Freuden und entgegnete: Wenn du mir diese Gnade erweisen willst, so möchte ich mich gern dir zu eigen geben. Folge deinem Willen. So kam es, dass der Fürst von Ratburi Pan als Sohn in den Palast aufnahm und von nun an für ihn sorgte. Ratburi war eine Kolonie der Stadt Sivishai, die von Fürst Kong beherrscht wurde. Jedes Jahr musste daher ein Tribut von silberner und goldenen Blumen und königlichen Geschenken nach Sivishai entsandt werden. Prinz Pan sah, dass sein Vater jedes Jahr diese Steuern entrichtete, und aus Mitleid fragte er: Warum, o Vater, musst du dem Fürsten Kong silberne und goldene Blüten senden? Der Fürst von Ratburi antwortete: Weil unsere Stadt ihm untertan ist. Wenn wir nicht pünktlich den Tribut zahlen, so werden wir als Anführer betrachtet. Fürst Kong wird mit seinem Heer kommen, unsere Stadt unterwerfen, ihre Bürger in Sklaverei führen
und uns aber wird er töten. Prinz Pan entgegnete, ich bitte dich, o Vater, in Zukunft nichts mehr nach Sivichai senden. Wenn daraus ein Krieg entsteht, so lass mich kämpfen. Ich will mein Leben gegen Fürst Kong wagen. Der Fürst von Ratburi hörte die mutigen Worte seines Sohnes und weil er seine Kraft und Geschicklichkeit vertrauen konnte, folgte er dem Rat seines Sohnes. Von nun an gab es keine Steuern mehr und keinen Tribut für den Fürsten Kong in die Stadt Sivichai. Prinz Pan schlug im Dschungel sein Lager auf, vom nächsten Dorf ein Stück entfernt. Dort sammelte er insgeheim die waffenfähigen Männer des Landes um sich. 7 Schreiber brauchte er, um all die Namen der Freiwilligen aufzuschreiben. So viele waren es, die da kamen. Später nannte man das Dorf Dorf der 7 Schreiber. Prinz Pan bildete sie an den Waffen aus und sie übten sich, um die Stadt Sivichai anzugreifen und zu erobern. Als der Fürst Kong feststand, dass der Herr von Ratburi nicht gemäß der alten königlichen Sitte den Tribut weiterhin zahlen wollte, wurde er zornig und sammelte sein Heer, um gegen die Abgefallenen zu Felde zu ziehen. Der Fürst von Ratburi erfuhr es und setzte seine Soldaten in Verteidigungsbereitschaft. Fürst Kong führte sein Heer heran. In der Entfernung von 10 Faden ließ er das Angriffslager errichten. Er schrieb eine Botschaft und ließ sie durch einen Herold nach Ratburi bringen. Der Fürst von Ratburi, hieß es darin, möge ehrerbietig und wie es die alte Gefolgschaftstreue erheischt, zur Unterwerfung herauskommen vor die Stadt. Wenn nicht, so werde er sein Heer ausheben, die Stadt erstürmen und sie ganz und gar niederreißen und einebnen lassen, dass der Boden glatt würde wie das Gesicht einer Trommel. Der Fürst von Ratburi hielt Rat mit seinem Sohn, was nun wohl zu tun sei. Denn Fürst Kong sei ein Mann von großer Macht und ein erfahrener Krieger. Aber der Prinz sprach seinem Vater Mut zu. Du brauchst dich nicht um diese Kleinigkeiten willen zu ergrämen. Ich werde selbst hinausgehen und von einem Schlachtelefanten herab mit Fürst Kong kämpfen. Ich werde dir, o Vater, den Sieg bringen. Der Fürst von Ratburi ließ nun den 6 Ellen hohen Streitelefanten rüsten. Als er gezäumt und bewaffnet war, saß Prinz Pan auf und ritt hinaus zum Elefantenkampf mit Fürst Kong, seinem leiblichen Vater. Aber wie hätte Prinz Pan wissen sollen, dass der Feind in Wirklichkeit sein Vater war? Auch Fürst Kong wusste nur so viel, dass der Feldherr von Ratburi mit seinem Heer aus der Stadt kam, um gegen ihn zu kämpfen. So stellte er sich dann an die Spitze seiner Krieger und trat dem Angreifer entgegen. In der Mitte des Schlachtfelds trafen sie aufeinander. Die beiden Fürsten lösten sich von ihren Heeren und lenkten ihre Elefanten aufeinander zu, um zu kämpfen. Aber kaum waren sie anheim geworden, da wurde König Kong auch schon von Prinz Pan getroffen. Ein schneller Hieb mit dem langen Spieß mit der gebogenen Klinge hatte ihn getroffen, und er starb auf dem Halse seines Thronelefanten. Noch heute nennt man diesen Platz die Todesstraße Thanon Khat. Die Soldaten von Sivichai sahen, dass ihr Heer getötet worden war. In höchstem Schrecken wendeten sie sich zur Flucht und brachten die traurige Nachricht der Gattin des Fürsten. Prinz Pan wusste nun, dass die Schlacht gewonnen war. Sofort machte er sich an die Verfolgung der Flüchtenden. Er folgte ihnen in die Stadt und machte sich selbst daran zum Fürsten. Noch nicht lange saß Fürst Pan in der Stadt Sivichai auf dem Thron, da machte er sich eines Tages auf, um den Königspalast genauer zu besichtigen. Wie er sich daran umblickte, entdeckte er die Gattin des Fürsten Kong und bemerkte, dass sie noch so schön war wie ein junges Mädchen. Sein Herz verlockte bei ihrem Anblick. Er wusste nicht, dass es seine Mutter war, und begehrte sie zur Frau. Als es dunkel war, kam er wieder und betrat die inneren Räume jenes Palasts. An der Tür des Frauengemachs lag eine Katzenmutter mit ihren Jungen. Die Kleinen mauzten, denn sie wollten Milch haben, aber ihre Mutter ließ sie nicht trinken und sprach mit einer Stimme, der Menschenstimme ähnlich. »Nun hört auf zu schreien! Seht, hier kommt ein Kind, das es nach seiner Mutter verlangt, auf andere Art.«
Fürst Pan erschrak, als er die Worte der Katzenmutter hörte. Er wunderte sich, dass diese Katze mit Menschenstimme sprechen konnte, und zog sich zurück. Während der zweiten Nachtwache kam Fürst Pan wieder. Diesmal lag eine Hundemutter mit ihren Kindern in der Vorhalle des Frauenpalasts. Die Hündlein jaulten, denn sie wollten Milch trinken, aber die Mutter verweigerte ihnen die Milch und rief: »Jetzt ist keine Zeit zum Trinken. Seht lieber jene Kind dort an, das sich zu seiner Mutter schleicht.« Fürst Pan hörte die Hunde, die miteinander in Menschenstimme sprachen, wie schon zuvor die Katzen. Er staunte über das Wunder und machte sich abermals davon. In der dritten Nachtwache kam Fürst Pan zum dritten Mal, und jetzt konnte er bis zu seiner Mutter vordringen. Er sprach zu ihr in gewinnenden Worten von Liebe. Sie aber musste ihm nur immer ins Gesicht schauen, denn es war in Ausdruck und Gestalt den Fürsten Kong so ähnlich. Da entdeckte sie auf der Stirn des Fürsten Pan eine Narbe und unterbrach seine Rede. »Wessen Sohn bist du? Sprich!« Fürst Pan entgegnete: »Ich bin der Sohn des Fürsten von Ratbori.« Die Fürstin fragte weiter: »Wie ist der Fürst von Ratbori an dich gekommen? Mein Herz ist sehr verwundert, denn es gibt keinen Zweifel. Ich war es, die dich geboren. Als du nämlich meinen Schoß durchbrachst, fing dein Vater dich auf mit der metallenen Schale. So heftig kamst du hervor, dass du mit dem Kopf aufschlugst und die Narbe auf deiner Stirn zurückblieb. Wenn du es nicht glaubst, so betrachte dein beleuchtetes Schattenbild und sieh, du bist mein Sohn. Die Seher haben geweissagt, dass du deinen Vater umbringen wirst. Daher wurdest du fortgebracht und ausgesetzt. Wer konnte ahnen, dass du Großmutter Horm dich findet und großziehen würde?« Fürst Pan hörte das alles und konnte es doch nicht glauben. Er sprach das Gebet: »Wenn das meine Mutter ist, so möge ein Zeichen geschehen. Die Muttermilch möge ihr aus den Brüsten fließen.« Kaum war das Gebet gesprochen, da brach die Milch hervor aus den Brüsten der Frau. Es war ein Wunder. Fürst Pan sah es und konnte nun sicher sein: Diese Frau war seine Mutter. Er begann jämmerlich zu weinen über die Sünde des Vatermordes, die er auf sich geladen. Dass die Großmutter Horm ihm nichts davon gesagt hatte, auf welche Weise er zu ihr gekommen, machte ihn zornig. Sie hatte ihm die Wahrheit verschwiegen. Wütend befahl er seinen Kriegern, die Alte zu ergreifen und zu töten. Die Großmutter Horm lachte nur, als sie ihr Todesurteil hörte. Bevor sie sterbe, begehre sie nur eines: zu tanzen. Sie tanzte, bis tiefste Ruhe ihr Herz erfüllte. Da nahmen sie die Krieger und töteten sie. Ihr Leichnam warfen sie den Geiern zum Fraße hin. Daher nennt man die Stelle, wo die Geier über sie herfielen, den Geierhafen, bis heute. Als Fürst Pan die Großmutter Horm getötet hatte, wurde sein Blick wieder klar, und er sah, dass er nun zwei Menschen voller Tugend umgebracht hatte. Sein Herz wollte ihm brechen vor Trauer und Schmerz. Er konnte nicht mehr essen, nicht schlafen. Sein Gewissen versuchte er zu beruhigen durch verdienstvolle Taten, die er zum Gedanken an seine beiden toten Eltern verrichtete. Später gebar die Gattin des Fürsten Pan einen Sohn. Der Herr liebte ihn sehr und dachte: So wie ich mein Kind mag, mein Vater auch mich geliebt haben. Es war eine schwere Sünde, dass ich ihn im Undank getötet. Solche Gedanken quälten sein Gewissen. Schließlich hielt er Rat mit seinem Hofbeamten und königlichen Ministern, was er tun sollte, um seine Sünde abzuwaschen. Nur der Glaube könnte ihm das Gewissen beruhigen. So ließ er sein königliches Gefolge die weisen Mönche Siri Manon und Kuliman einladen zur Tafel in den Palast. Er erhob die Hände zu den Weisen und bat sie um ihr Gericht. Er sprach: »Ich bin ein Mensch, dessen Schicksal schwere Sünde war. Ein böses Verbrechen habe ich begangen, gegen den Vater und gegen die Großmutter, die mich umhegt und großgezogen hat. Ich habe ihnen das Leben genommen. Das ist die Untat, die ich vollbracht. Was soll ich tun, um diese Sünde zu sühnen, um mich vor ihr zu erlösen
und die Last des Gewissens zu erleichtern. Die beiden großen Weisen erhoben segnend ihre Hände und erwiderten: O König, du hast dich gegen die Gesetze der Lehrer und Weisen versündigt. Du hast nichts Geringeres als Vatermord auf dich geladen. Dafür musst du für lange Zeit in die tiefste Großhölle gehen. Wenn du nachdenkst, o Herr, über dein Verbrechen, so wirst du verstehen. Von dieser Sünde kann dich nichts reinwaschen. Wenn du jedoch die Last erleichtern willst um das Zehnfache, so dass nur ein Bruchteil davon übrig bleibt, wohlan, so versucht's. Fürst Pan fragte sogleich, was er denn tun müsse, und die zwei großen Gelehrten antworten und sprachen: O Herr, du musst eine Pagode bauen, so hoch wie die Vögel fliegen. Das allein kann deine Sündenlast leichter machen. Fürst Pan hörte es und ward vom Glauben durchdrungen. Als die beiden Weisen gegangen waren, befahl er seinen Höflingen und Knechten allen, mit Hand angelegen, an die Pagode, die hoch werden sollte, wie die Vögel fliegen. In die Pagode legte er als Heiligtum den Giftzahn einer Schlange. Als das Werk vollendet war, veranstaltete der Fürst ein Weihefest, das 7 Tage und Nächte dauerte. Das ganze Gebiet um die Pagode, soweit die Stimme eines brüllenden Elefanten dringt, schenkte er den Mönchen. 555 verschiedene Gegenstände stiftete er ihnen zum täglichen Gebrauch. Dann zog Fürst Pan zur Stadt Lampun und widmete sich dort im großen Reliquientempel 3 Jahre lang dem Gebet. Dann erst kehrte er heim. Als Fürst Pan tot war, blieb sein Geschlecht noch viele Lebensalter lang an der Herrschaft